Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Mit diesem Vers aus Psalm 50 begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu diesem Livestream. Halleluja! Wir sind sehr froh, sehr gesegnet, sehr fröhlich darüber, dass ihr alle dazugeschaltet seid und dass ihr hungrige und durstige Menschen seid, die das Wort Gottes empfangen wollen. Und heute haben wir ein besonderes Thema. Aber ich möchte zuerst wirklich mit diesem Bibelvers nochmal in euer Leben hineinsprechen. Das Heil Gottes zu sehen, das geht nur mit geöffneten Augen des Herzens. Geöffneten Augen, allerdings, ja. Und da gibt es ein Beispiel in der Bibel von Elisa. Ja, ja. Elisa. Elisa, genau. Elisa ist überhaupt ein extrem cooler Typ. Das stimmt. Elisa, du kennst bestimmt die Geschichte im Alten Testament. Ja. Elisa war in der Stadt und es gab Stress mit den Aramäern. Und der aramäische König hat also einen Teil seines Heeres geschickt, um Elisa gefangen zu nehmen. Und am Morgen kommt jetzt also der Diener, der wacht auf, geht aus dem Haus von Elisa und er sieht die mächtige Armee des geschockt. Feindes. Der ist sowas von geschockt bis in die Faser, weil er weiß, jetzt geht es ihm an den Kragen. Und dann rennt er zu seinem Herrn Elisa und sagt, was sollen wir jetzt machen, und kriegt die Panik. Und Elisa bleibt erstaunlich cool. Ja. Ja. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass Elisa betet, dass der Diener die Augen geöffnet bekommt, weil die Realität im Übernatürlichen eine andere ist als im Natürlichen. Ja. Das ist ja das oft, was ich ein bisschen mühsam empfinde, diese Spannung, die da drauf liegt, dass man im Natürlichen wirklich den Feind marschieren sieht und den Feind ranrücken sieht oder man sieht die Erfolge des Feindes, aber du sagst, im Übernatürlichen im sehen Übernatürlichen die Dinge anders aus. Sieht es komplett anders aus. Ja. Ist so wie bei Elisa damals. Als der Diener sehen konnte, hat er zwar die feindliche Armee gesehen, aber dahinter hat er die Armee des Herrn gesehen. Feurige Wagen überall. Und er wusste, dass sie komplett in der Übermacht sind und dass der Feind im Grunde genommen gar keine Chancen hat. Genau. Und das Interessante ist, das gilt genauso heute für uns. Amen. Und das müssen wir verstehen. Ja. Heute für uns ist es eine Situation, die so bedrängend ist. Ja, wir stimmt. gucken raus und wir sehen den Feind. Ja. Wir sehen, wie er wirklich wütet. Wir sehen die total verrücktesten negativen Umstände. Ja. Wir sehen Zerstörung. Wir sehen wirklich Dinge, die absolut ätzend sind, negativ sind, fürchterlich sind. Und wo wirklich dämonische Kräfte wie entfesselt sind. Und im Übernatürlichen, wenn wir die Augen geöffnet bekommen, können wir feststellen, hey, das ist nur die natürliche Sichtweise. Dahinter sieht die Sache ganz anders aus. Ich erzähle das mal mit dem Bild mit diesem schwarzen Heer. Ja? Ich hatte folgendes Bild mehrfach. Und das war folgendes. Ich sah ein riesiges, riesiges Heer von dämonischen, teuflischen Kräften. Also gigantisch. Alles schwarz. Und es war wirklich, soweit das Auge gucken konnte, fürchterlich, ja, also eine geballte Macht. Und dann sah ich, auf einmal kam ich höher und sah, wie wenn um dieses riesige Heer, also wirklich Kilometer um Kilometer um Kilometer groß, eine Linie war, oder nein, eine Linie, nicht so ein Kreis drumherum war, der war erst noch nicht ganz geschlossen, wurde immer enger und irgendwann war er dann geschlossen und das waren Engel. Um das Heer? Um dieses finstere Heer herum hatten die also einen kompletten Kreis geschlossen, die Engel des Herrn. Und dann sah ich, wie die langsam vorwärts marschierten und jeder hatte sein Schwert also wirklich so richtig waagerecht vor sich gehalten, ja, waagerecht. Und dann marschierten die einfach völlig gleichmäßig und machten das enger. Und kesselten den Feind ein. Kesselten den richtig ein. Ja, super. Der war so richtig gefangen genommen. Und sie gingen einfach enger und enger und enger. Und irgendwann wurde es dann so, dass die zwei Reihen gebildet haben. Dann traten welche die zweite Reihe zurück. Und es wurde enger und enger. Und dann traten die dritte Reihe zurück. Und der Kreis von diesem Licht um diese Macht der Finsternis wurde immer enger, enger, enger. Und dann sah ich, wie in der Mitte von diesem teuflischen Heer, sage ich mal, vollkommene Panik ausgebrochen war. Also die wüteten, die schimpften, die waren komplett durcheinander, Chaos. Amen, ja, ich habe gesehen, wie eine sehr großes
riesenartiges, so ein monstrummäßiges, schwarzes Wesen da. Die anderen versuchten drauf zu klettern und der schüttelte die ab und wütete rum und zertrat die und die fingen an, sich umzubringen, ja, und so weiter. Ja. Und es war richtig Chaos. Das lesen wir ja auch bei Josaphat oder bei Gideon, yes, dass der Feind einfach sich selbst zerstört hat, ja, sich selbst aufgerieben hat, genau, Gerüchte gehört hat, ja, abgehauen ist. Es gibt die verschiedensten Berichte. Genau, cool, wie der Feind sich, ja, dann einfach erledigt wird. Ja. Und dieser Ring zog sich immer enger, immer enger, immer, ja, enger. Und für die wurde es immer bedrängender und immer auswegsloser. Und dann kommt das eigentlich Coole. Dann fragte ich den Herrn, habe gesagt, als ich dieses Bild so gesehen habe, ich gesagt, wie weit wird das gehen? Und dann sagte er, bis alles aufgerieben ist. Amen. Es wird nichts, yes, bleiben. Amen. Und das sind die feindlichen, ja, Armeen über unseren Ländern. Amen. Über Deutschland, yes, Österreich, yes, Schweiz, Liechtenstein und so weiter. Es, ja, sind die Mächte der Finsternis. Genau. Und im Geist sieht die Sache komplett anders aus. Komplett anders aus. Ja. Die Decke über Deutschland ist schon lange weg. Sagen wir mal so, der Staudamm ist schon geplatzt. Die Segenströme fluten schon. Im, ja, Natürlichen sehen wir gar nichts. Aber, ja, im Geistlichen ist es eine völlig andere Situation. Und deshalb ist das prophetische Wort oder diese prophetischen Impulse, sind die so, so wichtig, genau, damit wir nicht im Natürlichen hängen bleiben und nicht im Natürlichen beten, sondern einfach wissen, was wirklich abgeht und was der Herr gerade tut. Ja, das war ja das auch bei Josaphat, dass, ja, der Heilige Geist dieses Wirken schaffte, dass der Lobpreis voranzog, dass während die Sänger und der Lobpreis voranging, dem Heer voranging, dass der Feind sich selbst, ja, gemeuchelt hat. Das ist echt ein ganz starkes Bild und das ist etwas, was mich auch hier in dem Vers daran erinnert hat. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Amen. Ihn lasse ich das Heil Gottes sehen. Das ist etwas, was ich mir total für mich, für uns, für meine Kinder wünsche, dass wir darum beten, dass wir darum bitten, dass wir das in unser Leben hinein proklamieren. Ich werde geöffnete Augen des Herzens haben. Ja. Ich werde von Gott beschenkt, dass er mich sein Heil sehen lassen wird. Wir müssen einfach ein Verständnis dafür bekommen, welche Power und Autorität wir, Amen, haben als das Kinder, stimmt, Gottes. Der Feind, ja, ist unter unseren Füßen, auch, ja, wenn uns das nicht so scheint. Und welche Power unser Dank, unser, ja, Lob, unsere Anbetung, genau, unser Gebet haben, ja, was wir sagen, was wir durch unser Gebet im Grunde genommen im Lager des Feindes für Zerstörung und für, ja, Chaos anrichten. Wenn wir das sehen würden, ja, ich glaube, wir würden viel mehr beten und viel mehr den Feind in die Schranken weisen, ja, als wir es bis jetzt tun. Also ich will auch noch mal sagen, vielleicht sagst du also Dank in meiner Situation mit dem, was ich sehe in meiner Situation, in meinen Umständen, in meinem Leben. Wenn ich das sehe, ich kann nicht danken, dann möchte ich dich sehr ermutigen, heute für diese geöffneten Augen des Herzens zu beten und dafür zu beten, dass dieses Opfer des Lobpreises, das Opfer des Dankes, ja, über unsere Lippen kommt. Ich kenne das aus meinem Leben, aus unserem Leben. Das ist nicht so leicht. Wenn es leicht wäre, wäre es wahrscheinlich kein Opfer. Aber dieses Opfer des Dankes, des Lobpreises, des, ja, Erhebens von Gott, der verherrlicht mich. Wer Dank opfert, verherrlicht den Herrn. Das ist ein Geheimnis im Gebet und in dem Flehen, mit Danksagung zu kommen, dass uns die geöffneten Augen des Herzens das Übernatürliche sehen lassen und das Heil Gottes sehen lassen. Da würde ich, yes, sagen, geh doch mal mit gutem Beispiel voran und bete. Zu beten. Ja, Amen. Lasst uns zusammen miteinander beten, dass wir in dieses hineinkommen. Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, yes, die du uns jetzt zusammenschenkst. Wir danken dir, dass du uns zusammengeführt hast. Herr, ich segne alle hungrigen und durstigen Menschen, die jetzt hier mit uns zusammen, yes, in diesem Gottesdienst sind. Und Herr, unser Herzensverlangen ist es wirklich, dass du uns diese geöffneten Augen des Herzens durch das Wirken deines Heiligen Geistes schenkst.
Amen. Dass wir verstehen, was im Übernatürlichen vor deinem Thron, von deinem Thron ausgehend in unser Leben hineinfließt. Herr, wir preisen und wir ehren dich. Wir kommen mit dankbaren Herzen jetzt zum Thron der Gnade. Ja. Wir kommen mit Kühnheit und aufgedecktem Angesicht zu dir. Amen. Und wir danken dir und wir verherrlichen dich und wir preisen dich und wir ehren dich. Wir erheben dich über unserem Leben. Ja. Und wir danken dir, dass du dein Wort wahrmachen wirst. Und du wirst uns geöffnete Augen des Herzens schenken. Ja, Herr, das ist unser Herzenswunsch, dass wir wie damals diese Diener von Elisa, dass die Augen geöffnet werden, dass die Ohren geöffnet werden, dass wir wirklich in der geistlichen Dimension hören und sehen können. Wie du sagst, du willst uns die Ohren öffnen, dass wir hören, wie Jünger hören. Und wir beten dafür, Herr, dass wir gerade in dieser Zeit, in die wir hineingehen, einfach in der geistlichen Dimension lernen, uns viel, viel mehr zu bewegen, dass wir prophetische Impulse bekommen, Visionen, Träume, dass du uns da einfach hineinbringst, in was das, was du für uns hast. Und ich bete auch, dass das, was an Befürchtungen ist, an falscher Lehre da ist, an irgendwelchen Ängsten da ist, was da immer irgendwie Leute davon abhält, ja, dass das weggenommen ist, dass diese Blockaden weggenommen sind und dass Freiraum ist, von dir wirklich zu empfangen, von dir zu hören. Das ist so entscheidend wichtig in der Zeit, in der wir sind und in den Jahren, in die wir gehen, dass wir uns nicht auf das verlassen, was irgendwer sagt oder was die Medien sagen oder was Politik sagt oder sonst was, sondern was du sagst. Amen. Das ist es, was wir zwingend brauchen. Und dafür bete ich. Und dafür bete ich für meine Brüder und Schwestern und auch für uns, dass das wirklich freigesetzt ist auf einem ganz anderen, neuen Level. Amen. Amen. Yes, amen. Denn Gott hat mehr für dich. Ja, amen. Du hast was Nettes, Schönes mitgebracht. Ja. Das muss ich echt mal sagen. Ganz neu. Ich habe mich heute so gefreut. Kam heute. Ja. Wir werden in der kommenden Woche werden wir unseren neuen Freundesbrief verschicken. Heute kamen die Briefe bei uns an. Das eine ist fürsorglich ins neue Jahr geleitet, auf dem Weg ins Jahr 2021. Und das andere, das hatten wir euch schon versprochen, das ist das prophetische Wort, was wir weitergegeben hatten. Es wird kein dieses Jahr? Ja, für 21. Es wird kein Zurück geben. Das wird also verschickt in der kommenden Woche. Wenn du noch nicht bei uns im Postverteiler bist, also, wenn du es bis morgen Abend einträgst auf der Webseite, dann kriegst du es noch. Ja. Besser wäre morgen früh, damit wir keine Nachtschicht machen müssen. Na, das kriegen wir schon hin. Also, wie gesagt, wenn du es nicht bekommst, bei uns nicht in den Postverteiler bist, dann kannst du das einfach eintragen auf der Webseite, Freundesbrief bestellen, dann kriegen wir das noch hin. Genau, ansonsten hoffen wir, dass das dich segnen wird. Beide kommen zusammen. Also man muss nicht sagen, ich will nur das eine oder das andere. Beide kommen zusammen. Und du kannst sie auch später, wenn du sie gelesen hast und wenn du auch darüber gebetet hast vielleicht, kannst du auch mehr davon bestellen. Ich will noch mal sagen, die Leute, die auf den Anrufbeantworter sprechen, sag einfach deine Adresse ganz langsam und vielleicht buchstabiert, wenn es schwierige Straßennamen sind oder so. Sprich das richtig, deine Adresse da drauf. Wir können nicht alle zurückrufen. Das werden wir einfach nicht schaffen. Ja. Aber wenn die Adresse aufgesprochen ist, können wir das aufnehmen. Das gilt auch für alle. Aber E-Mail ist besser. E-Mail ist besser. Weil dann haben wir die Adresse wirklich dann da. Genau, dann brauchen wir es nur zu übernehmen. Aber mit dem Bestellen auch für Bücher oder so, wenn ihr das schön deutlich sagt, dann ist das für uns eine Hilfe. Ja, aber die kommen automatisch. Nächste Woche. Wenn du im Verteiler bist, dann bekommst du die. Und die sind echt cool. Also wir waren ganz begeistert. Und wir sagen, das ist schon richtungsweisend für das kommende Jahr, in dem wir drin sind. Ja, das stimmt. Wunderbar. Halleluja. Hast du noch? Thema Erweckung. Ja, hast du noch Empfehlungen? Die kommen Ratgeber? Später. Ratgeber? Die kommen später. Na gut, okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Ja. Ich werde den Anfang machen. Das ist echt ein Herzensanliegen in dieser Woche für uns gewesen. Ich wollte eigentlich über ganz ein anderes Thema sprechen, aber der Herr hat das wirklich auf mein Herz gelegt und ich habe dran gearbeitet und ich glaube, dass der Herr uns heute
mit einer neuen Sicht, eben auch mit diesen geöffneten Augen des Herzens, in diese Botschaft von Erweckung hineinführen wird. Und es ist seine Zurüstung, es ist immer seine Versorgung mit dem Wort Gottes, mit dem Nachsinnen über das Wort Gottes und dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen Strategien entwickeln können, um in diesem Jahr, in dieser Woche, in dieser Nacht, wie auch immer, dass wir gegen die Attacken des Feindes aufstehen können und dass wir in Weisheit und Erkenntnis laufen können. So, wir werden heute diese Botschaften von dieser Zeit, die wir jetzt haben, wir werden sie in unser Herz hineinfließen lassen können. Und ich glaube, das Ziel Gottes ist es immer, dass wir erweckte und gesegnete Menschen sind für unsere Familie, für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Denn ihr werdet das auch merken, dass viele Leute schon sehr bedrückt sind. Viele Leute fragen, sie suchen nach Antworten. Und wer nur in diesem Natürlichen bleibt, der wird keine ermutigenden Antworten finden können. Und was ich glaube, was jeder von uns möchte, das ist, dass wir alle nicht so bleiben wollen, wie wir jetzt sind, sondern wir wollen uns immer mehr verwandeln lassen, uns immer mehr verändern lassen. Die Bibel spricht von diesem Veränderungsprozess, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Und mein Anliegen ist es in diesem Jahr, dass ich einfach diesen Wunsch habe, dass Gott mehr in mir freisetzt, dass er dieses mehr von Gott wirklich in meinem Leben ausdehnt, dass er mir diese Augen mehr öffnet, dass ich mehr sehe, mehr in der übernatürlichen Welt sehe, mehr als ich bis jetzt erkannt habe, mehr auf den Heiligen Geist höre, mehr sein Wort verstehen lerne. Und wir glauben einfach, dass dieses mehr von Gott Freude und Frieden und Sieg und Gunst in unserem Leben freisetzen wird. Wir wollen Menschen sein, die die Botschaft des Wortes Gottes, die in unseren Herzen aufgebaut ist, dass diese Worte uns stärken und uns Zuversicht und Hoffnung geben. In 2. Timotheus 1, Vers 9 steht, er hat uns errettet und zu einem heiligen Leben berufen. Nicht wegen irgendetwas, was wir getan haben, sondern aufgrund seiner eigenen Absicht und Gnade. Diese Gnade ist uns in Christus Jesus gegeben worden von Anbeginn der Zeit. Das beeindruckt mich immer. Von Anbeginn der Zeit hat Gott etwas mit meinem Leben und mit deinem Leben geplant. Und wir folgen diesem Plan. Ich habe mich gefragt, was habe ich für dieses Jahr oder für was habe ich in diesem Jahr Glauben oder was möchte ich, dass der Herr in meinem Leben tun soll? Vielleicht hast du diese Fragen auch in den letzten Wochen bewegt. Glaubst du mehr für Heilung? Glaubst du für Versorgung? Glaubst du, dass die Angst, die in dein Leben gekommen ist durch diese Krise, dass sie überhand nimmt oder dass sie abnimmt oder ganz verschwindet? Oder glaubst du, dass du oder möchtest du gerne, dass alles wieder ist wie vor der Krise? Willst du Glauben haben, dass du frei von Abhängigkeiten wirst und dass der Herr deine Berufung vorantreibt? Es gibt ganz verschiedene Themen, für die wir in unserem Glauben herausgefordert sind. Ich hatte jetzt wieder neu in dieser Woche auch gelesen, diesen Vers aus Jesaja 62, da heißt es im Vers 6, die ihr den Herrn erinnert an seine Verheißungen. Nun, in diesem Vers geht es eigentlich um die Wächter. Es geht eigentlich um die Wächter, die auf der Mauer sind, um für Jerusalem zu stehen und zu beten und die niemals schweigen sollen. Da heißt es, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er fest gegründet und bis er Jerusalem ruhmreich macht auf der Erde. So, Jahwe, Gott selber,
Tag und Nacht erinnern an seine Verheißungen? Da habe ich mich wirklich wieder neu gewundert, denn eigentlich, Gott weiß doch, welche Verheißungen er gegeben hat. Gott weiß doch, was er geplant hat. Und trotzdem möchte er, dass wir als Wächter da sind und ihn erinnern an das, was er vorhat. Seine Verheißungen hochheben, ihn daran erinnern, was er in seinem Wort festgelegt hat. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir über das Wort nachdenken, das Wort bedenken, es in Betracht ziehen, uns vorstellen, wie die Verheißungen in unserem Leben in Existenz kommen, uns vergegenwärtigen, was der Heilige Geist in deinem und meinem Leben tun möchte, glauben oder dafür halten, für richtig halten, für wahr halten und alle diese Verheißungen, die er gegeben hat, in unser Leben hineinzunehmen. Es ist ein Wort bei Jesaja, das ist wirklich für Jerusalem gesagt. Aber diese Wächterschaft, dieses Erinnern, dieses an den Verheißungen Gottes festhalten, das hat mich in dieser Woche wieder ganz neu beschäftigt. Es gibt Verheißungen Gottes in meinem Leben, die muss ich immer und immer wieder mir in Erinnerung rufen. Und ich muss immer wieder dahin kommen, dass ich sage, Herr, du hast das gesagt. Du hast es gesagt. Und ich warte darauf, dass diese Offenbarung kommt. Das Wort habe ich im Übernatürlichen empfangen. Die Verheißung im Übernatürlichen empfangen. Gott hat sie gesprochen. Und trotzdem bete ich darum, dass sie im Natürlichen in meinem Leben zu sehen ist. Und das ist etwas, was ich heute auch ganz neu mit uns allen nochmal betrachten möchte. Ein Beispiel dafür lesen wir in Josua 4, Vers 4. Die Situation war ja die, dass Gott sein Volk eine Verheißung gegeben hatte. Ich werde euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließen. Das war die Verheißung. Dann kam der Aufbruch und dann stehen sie vor dem Roten Meer. Vor ihnen keine Lösung und hinter ihnen der Feind. Und das ist eine Situation, die habe ich oft in meinem Leben erlebt. Ich habe Verheißungen Gottes empfangen aus dem Übernatürlichen, die hatte der Heilige Geist in mein Herz gesprochen, in mein Leben gesprochen. Und trotzdem kam ich an Punkte, wo es aussah, als wäre kein Vorwärtskommen und nach hinten keine Möglichkeit umzukehren. Ist das eine Verheißung gewesen? Ist das etwas Gutes gewesen? Hatten die Menschen, das Volk Israel, hatten die sich das so vorgestellt? Vor ihnen kein Weg, hinter ihnen kein Weg. Und dieses Ausgeliefertsein ist schon manchmal auch in meinem Leben eine echte Herausforderung. Was kann man da schon tun? Für das Volk Israel war es dann so, dass aufgrund eines Eingreifens Gottes es ja tatsächlich einen Weg durch das Meer gab, übernatürlich, eins der größten Wunder, die wir in der Bibel lesen. Aber damit war die Verheißung immer noch nicht hervorgekommen. Denn, wie wir alle wissen, gab es dann diese Zeit in der Wüste. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben erlebt habe. Dass es nicht aussah, dass die Verheißung zustande kommt. Und ich musste diese Strecke auch aushalten, wo sich Dinge nicht so entwickelt haben. Es war nicht unbedingt das Murren, aber vielleicht war auch manchmal Unglaube dabei, ein Zweifeln an der Verheißung Gottes, etwas, was ich einfach nicht wirklich so festgehalten hatte. Und das war im Volk Israel eine sehr, sehr schwierige Zeit, Wüstenzeit. War deshalb die Verheißung Gottes zu Ende gegangen? Nein! Seine Verheißungen gereuen ihn nicht. Und dann kam diese Situation, dass Mose gestorben war und dann geht es an Josua über, dass er die Leitung, die Führung des Volkes übernimmt.
So, und in Kapitel 4 lesen wir von einer erneuten Herausforderung. Immer noch nicht war die Verheißung zustande gekommen. Denn es heißt in Kapitel 4, dass uns da die Überquerung des Jordans vor Augen gestellt wird. Und es wird beschrieben, dass die Priester, die in den Jordan gingen, als der Jordan aufgestaut war, als das Wasser sich wie ein Wall aufstaute, dass dort die Priester ihren Fuß ins Wasser setzen und dieses Wasser sich zurückstaut. Und das Volk, das finde ich so genial, das ist echt krass. Sie gehen trockenen Fußes durch diesen Jordan. Sicher haben sie sich erinnert, dass sie Ähnliches gehört hatten. Aber dieser Durchzug aufs Neue, aufgrund der Verheißung Gottes, die Josua übernommen hatte, er war ja von Mose geschult worden. Aufgrund dieser Verheißung sind sie auch durch diese neue Situation hindurchgegangen und sind durch den Jordan hindurchgeschritten. Und dann gab es hier in diesem eine besondere Anweisung Gottes, nämlich aus jedem Stamm sollte einer kommen und sollte einen Stein aus der Mitte des Jordans mitnehmen. Und der Sinn war der, dass in Gilgal in der Nähe von Jericho ein Denkmal, ein Altar gebaut werden sollte. Und ich glaube, dass Gott diese Erinnerung wachhalten wollte. Ich habe euch eine Verheißung gegeben. Ich leite euch durch schwierige Sachen. Ich schenke euch Wunder auf eurem Weg. Aber ich möchte, dass ihr und alle Generationen nach euch sich an diese Situation, an dieses Wunder erinnern sollen. Und so lesen wir, dass es wirklich zu dieser bemerkenswerten Aktion gekommen ist. Und es ist eine andere Besonderheit noch dabei, das fällt mir gerade ein, in Josua 4, Vers 19, da wird uns dieser erstaunliche Zeitpunkt genannt. Weißt du, wenn Verheißungen von Gott gegeben werden, die kommen manchmal zu Zeiten, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet. Vielleicht in einer besonderen Gebetszeit, in einer besonderen, Konferenz, die du erlebt hast, in einer besonderen Situation. Verheißung, die dir jemand gegeben hat, die jemand in dein Leben gesprochen hat. Wie auch immer. Aber es ist immer ein Zeitpunkt, der Gott ganz wichtig ist und ein Zeitpunkt, den er in unser Leben hineinspricht. Und in diesem Vers 19 von Josua 4, da wird uns dieses Datum mit Bedeutung genannt. Da heißt es nämlich, und das Volk stieg aus dem Jordan hinauf am 10. des ersten Monats und sie lagerten in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Und wir müssen ein bisschen vorblättern, um dieses Datum wiederzufinden, nämlich in 2. Mose 12, Vers 3, da lesen wir, am 10. dieses Monats, der erste von den Monaten des Jahres, soll jeder ein Tier holen, ein Lamm in der Abenddämmerung schlachten, das Blut an die Türpfosten streichen, nichts bis zum Morgen übrig lassen und ihr sollt gegürtet sein an den Hüften, Schuhe an den Füßen, Stab in der Hand und schnell essen. Nämlich, hier wird uns berichtet von dem Auszug aus Ägypten. Versteht ihr? Es ist das gleiche Datum. Und solche Dinge haben in der Bibel immer einen großen Wert. Gott legt Wert auf Zeitpunkte. Und das ist etwas, was mich immer wieder auch wach hält im Geist, dass ich sage, es gibt Zeitpunkte Gottes, es gibt ein Fenster der Gnade. Das ist unser Gebet auch in diesem Thema mit Erweckung heute Abend, dass es Zeitpunkte gibt, Zeitpunkte Gottes, wo er seine Gnade ganz neu öffnet. Und bei diesem Auszug aus Ägypten
hat er das Volk herausgeholt aus der Sklaverei. Und es gab eine neue Zeit. Und jetzt ist das Gleiche bei diesem Auszug durch den Jordan, nämlich, dass sie wieder ein Stück näher gekommen sind mit der Verheißung, nämlich sie betreten das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Wir wissen, dass dieses Steinmal, dieser Altar gebaut wurde, damit einfach ein Erinnerungszeichen gesetzt wurde für die Kinder und Nachkommen. Und es heißt dann explizit, dass wenn ihr gefragt werdet, wenn jemand an diesem Altar vorbeikommt und wird gefragt, was ist das mit den Steinen hier, dann sollt ihr ihm Antwort geben. In 2. Korinther 1, Vers 20, da lesen wir eine neutestamentliche Verheißung. Denn was immer Gott verheißen hat, in ihm ist das Ja und so auch durch ihn das Amen, damit Gott verherrlicht wird durch uns. Und das ist etwas, was Gott gegeben hatte. Er hatte dem Volk eine Verheißung gegeben. Es gab lange Strecken der Dürre, lange Strecken, wo sie wahrscheinlich gezweifelt haben, lange Strecken, wo sie gemurrt haben, lange Strecken, wo sie es nicht gesehen haben. Und doch haben sie es erlebt. Sie haben es erlebt, dass ihr Fuß auf dieses Land gesetzt wurde. Gott hat uns Verheißungen gegeben und er ist der Garant, dass diese Verheißungen hervorkommen. Wenn du eine Verheißung bekommen hast von Gott, er ist der Garant, dass diese Verheißung in deinem Leben hervorkommt. Wir sollen Menschen sein, die sich an diese Verheißung, an die Zusagen Gottes erinnern. Wir haben sein Wort und wir haben seine Zusagen. So, und dann möchte ich ganz kurz jetzt nochmal für die Leute, die neu zu dem Livestream-Abenden von Gottes Haus dazugekommen sind, ich möchte nochmal ganz neu ansprechen, wie das mit den Verheißungen und den Proklamationen und dem Aussprechen von den Verheißungen, von dem Beten hineinbeten, sie quasi an sich ziehen, diese Verheißungsworte, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte da die Leute, die neu dazugekommen sind, einfach da noch mit hineinnehmen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, naja, also mit den Proklamationen und den Verheißungen, das kenne ich alles, weiß ich alles. Aber vielleicht ist es einfach auch für dich nochmal eine Erinnerung oder die Dinge nochmal zu festigen, eine Ausrüstung quasi zu überprüfen und vielleicht auch zu erneuern. Gedenke des Herrn und an seine Verheißungen. Wissen, was er getan hat in unserem Leben und dafür dankbar sein. Das hatten wir am Anfang vom Livestream. Das öffnet einen Weg, dass wir Gottes Heil sehen können. Und wie macht man es praktisch im Glaubensleben, dass man Verheißungen festhält, dass man Verheißungen quasi in das Leben hineinbetet, hineinspricht? Und da möchte ich jetzt mit uns durchgehen. Jemand hatte mal gesagt, ja, warum soll ich denn das eigentlich machen? Gott weiß doch selber seine Verheißungen und ja, ich muss ihn doch nicht immer dann da jetzt da auf die Nerven gehen, dass ich das immer vor mir her sage oder so. So, also ja, Gott braucht das nicht. Gott braucht unsere Erinnerung nicht wirklich um seinetwillen, sondern seine Verheißungen auszusprechen, in seinen Verheißungen zu leben, sie lebendig in unserem Glaubensleben aktiviert zu halten, das tun wir unseretwillen. Ich muss um meinetwillen diese Verheißungen, die er mir gegeben hat, immer und immer wieder mir bewusst machen, darüber nachdenken, nachsinnen und sie in mein Leben oder das Leben meiner Kinder, meiner Familie, von dem Dienst von Gottes Haus, ich muss sie immer wieder hineinsprechen. Ich muss immer wieder mir die Zeugnisse, die er getan hat in meinem Leben, immer wieder einbauen.
Und manchmal ist es so, wenn ich bemerke, dass ich in manchen Gedanken unterwegs bin, die mich so runterziehen wollen, die mich dominieren wollen, wenn ich jetzt meinetwegen auch mit den Nachrichten, die so da sind, konfrontiert werde, dann merke ich, wie in meinem Geist das einen Eindruck schaffen will. Ich merke, dass etwas mit meinem Geist macht, dass ich so niedergedrückt werde in irgend so einer Art und Weise. Und dann erinnere ich mich an das, was Gott gesagt hat. Dann nehme ich sein Wort, dann nehme ich die Bibel, dann nehme ich die Verheißungen, die er gegeben hat. Und zwar nicht nur eine spezielle Verheißung für mein oder für Martins und mein Leben oder für den Dienst oder für unsere Kinder, sondern es gibt diese großen Verheißungen, die für alle Kinder Gottes gelten. Ich nehme Zuflucht, wie Zuflucht zu seinem Wort. Ich bete, dass mir der Herr dann ein spezielles Wort der Ermutigung schenkt, dass er mir eine Richtungsweisung gibt, dass er mich seine Verheißungen erkennen lässt, damit ich dieses Wort esse. Das lesen wir in den Propheten, dass ich sein Wort gegessen habe und es wurde mir zur Speise. Es war süß wie Honig. Und das ist etwas, was ich dann mit den Verheißungen mache, die ich lese. Es gab Zeiten in meinem Leben, das stimmt, da war ich überwältigt von Problemen, denen ich gegenüberstand. Und ja, da waren Ratgeber im Natürlichen. Aber ich wusste, dass diese Ratgeber immer von ihren natürlichen Möglichkeiten reden werden. Diese Ratgeber waren selbst auf dieser natürlichen Ebene und letztendlich konnten sie mir nicht eine Hoffnung geben, konnten mir keinen Durchbruch geben, konnten mir keine kluge Anweisung geben, wie ich weiterkommen kann. Und es war für mich wichtig zu lernen, mit diesen Sorgen umzugehen, ihnen nicht zu erlauben, dass sie wie eine Flut über mich schwappen könnten. So, wenn ich meinen Fokus von dem wegnehme, was ich jetzt so am Laufen habe, wo ich festzustecken meine und keine Lösung und keinen klugen Ansatz finde, dann setzt Gott seine Kraft darin frei, dass ich meinen Glauben aktivieren kann. Das ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass der Heilige Geist in das Wirken von dem König Josaphat hineingesprochen hat. Da war keine Aussicht, da waren Probleme, da war Überwältigung, da waren undurchsichtige Pläne des Feindes. Und trotzdem aktivierte Gott den Heiligen Geist und gab eine Strategie. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben immer wieder gelernt habe und heute auch noch lerne. Ich muss lernen oder musste lernen, die Verheißungen Gottes zu erkennen, sie lesen, aufschreiben und auszusprechen. Und das ist auch das, was wir so, wenn wir beten in diesen Livestream-Abenden, das ist das, was wir auch mit den Proklamationen meinen. Proklamationen sind nicht wichtig für Gott, sondern sie sind wichtig für uns. Wir müssen in den Proklamationen zu Hause sein. Wir müssen wissen, was das Wort Gottes sagt. Das wird den Heiligen Geist in uns freisetzen. Ich hatte mir, als ich das vor Jahren verstanden hatte, wie das mit den Proklamationen ist und mit diesem verheißungsorientiert Leben, da habe ich mich intensiv damit beschäftigt und ich habe angefangen, Bibelworte, die mir wichtig wurden, Verheißungen, die mir wichtig wurden. Ich habe angefangen, sie aufzuschreiben. Überall hatte ich Zettel. Überall habe ich Bücher und Hefte geschrieben. Das mache ich heute noch. Wenn ich bete, wenn ich mich hingesetzt habe, um einfach zu hören, Herr, was sagst du? Ich brauche dieses geöffnete Ohr für dein Reden. Dann fange ich an, das aufzuschreiben. Ich schreibe ganz, ganz viel und ich lese das immer wieder, weil ich weiß, das ist etwas, was wie eine Medizin in meinen, ich würde sagen, Geist, Seele und Leib hineinkommt. Es ist wie Heilung für mein ganzes Fleisch.
Und das ist etwas, was ich dir auch ganz, wenn du das noch nicht machst, möchte ich dir das wirklich ganz sehr ans Herz legen. Ich hatte Zettel an meinem Badezimmerschrank, in der Küche, im Esszimmer, überall, wo ich war, waren diese Zettel. Und ich hatte sogar damit angefangen, kleine Heftchen, wo Bibelworte drin standen, Verheißungen drin standen, in meiner Handtasche mitzunehmen. In Zeiten, wo ich sehr viel Arztbesuche machen musste, da hatte ich immer hatte ich Wort Gottes mit dabei. Und das hat mir oft geholfen. Wisst ihr, wenn ihr da im Wartezimmer sitzen müsst, das ist nicht so einfach. Und heute unter den Maßnahmen noch viel schwieriger, weil diese Dinge, die machen in der Atmosphäre etwas. Und man ist sehr schnell im Geist attackiert und geht so im Geist ein bisschen runter. Und man sieht die Bedrängnis und diese ganzen Dinge. Und es ist sehr schwierig manchmal, im Glauben aufzustehen und Glauben zu behalten. Und das war etwas, was ich mir angewöhnt hatte. Ich habe nicht die Zeitschriften, ich meine, heute gibt es ja keine Zeitschriften mehr in den Arztpraxen, weil man das vermeiden will. Aber früher gab es einfach diese Zeitschriften, bis letztes Jahr ja noch. Und ich wollte diese Zeitschriften nicht. Ich wollte nicht über das Leben von irgendeiner Promi-Lady wissen, wie was gewesen ist, wobei ich mich überhaupt da gefragt habe, ob es überhaupt stimmt. Aber ich wollte, dass mein Kontakt zu Jesus ganz eng ist, dass mein Kontakt in meinem inneren Menschen mit dem Heiligen Geist total auf aktiv geschaltet ist. Denn man wusste ja nicht, wie das mit dem Arztbesuch ausgehen wird, wie das werden wird, welche Diagnose bekomme ich gesagt, welche Behandlung, all diese Dinge. Und wenn ich im Geist aufgebaut war, dann wusste ich, das ist so, als ob viele Worte einfach an mir runtergelaufen sind. Sie haben erst gar nicht diese Wurzel in meinem Herzen geschaffen, dass ich verzagt und niedergeschlagen reagieren musste. Sondern ich wusste, der Herr ist dabei. Und er hat eine, ich weiß nicht, es war einfach so, dass ich dachte, es muss eine ständige Erinnerung vor meinen Augen sein, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, er hat mein Leben in seiner Hand. Ich kann nichts in irgendeiner Situation erleben, was nicht an ihm vorbeigegangen ist und wo er nicht hineinsprechen wird, wo er nicht den Ausweg schaffen wird, wo er nicht sein Ja und Amen drunter setzt, wird gar nicht relevant für mich werden. Und das möchte ich euch richtig ans Herz legen. Glaub an die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Kümmere dich in dem Wort Gottes darum. Schreib sie auf. Leg sie irgendwo hin. Halte sie dir vor Augen. Halte das ständig wach in deinem Geist. Genauso das Auswendiglernen von diesen Verheißungsworten, das hat mich so oft so getragen. Ich habe in manchen Zeiten, wo ich sehr angegriffen war, wo kein Mensch da war, der meine Hand gehalten hätte, wo keiner da war, der gesagt hätte, weißt du, Gott hat einen Plan für dein Leben, sei nur mutig und unverzagt. Es gibt Situationen, da bist du ganz alleine. Und dann musst du wissen, dann musst du aus deinem inneren Menschen dieses Wirken des Heiligen Geistes hören, dass er in dein Leben spricht und sagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin besorgt für dich. So, und das habe ich alles immer auf die Wege gebracht, mit Lesezeichen und mit allen möglichen Sachen. Versteht ihr mein Anliegen? Es ist einfach das. Ich liebe das Wort Gottes. Ich habe es auswendig gelernt und mache das heute noch. Und ich wiederhole das immer wieder. Und es wird Wurzeln in meinem Inneren schlagen. Es gab einfach Dinge, die ich auch verändern wollte. Ich wollte nicht diesen oberflächlichen Glauben haben und der nur bis zum nächsten Sonntag in der Gemeinde gereicht hat, sondern ich wollte selber wirklich tief gegründet sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur dann, wenn
der Heilige Geist in mir am Wirken war, dass ich dann Ruhe und Frieden in Gott hatte. Es war ein ganz wichtiges, es war für mich oft wie so ein Zeichen, wenn ich wusste, mein Herz und mein innerer Mensch ist in Ruhe mit Gott, ist in diesem Shalom mit dem Herrn, dann war ich sicher. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jemand sagte, dass unser Geist wie ein Radio ist. Dunkelheit und Licht werden immer versuchen, uns zu beeindrucken. Und viele Dinge in unserem Leben, die waren so, dass ich dachte, es ist wie wenn eine Dunkelheit nach mir greifen würde. Wie Dunkelheit, die sich auf mein Herz legt. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, ich habe eine Verantwortung dafür, in meinem inneren Menschen, in diesem, wie soll ich sagen, in den geöffneten Augen des Herzens. Das ist wie wenn man den richtigen Sender einstellt oder das ist wie wenn man Licht anschaltet und dass wir dann wieder klar sehen können. Die Absicht des Feindes ist es immer, dass wir uns auf seine Machenschaften konzentrieren. Das ist das, was dieser Diener von Elisa gesagt hatte. Hast du gesehen, was um uns herum passiert? Und das war etwas, wo er sich auf diesen Feind und seine Machenschaften konzentriert hatte. Und das ist auch etwas, was der Feind versucht, dass er uns berauben möchte, dass er uns belügt, dass er sich in unserem Geist immer mehr Dunkelheit ausbreiten soll. Und ich weiß das, es ist jetzt im Moment sehr, sehr herausfordernd für uns alle, dass wir uns immer wieder abschotten müssen von dieser Dunkelheit, dass wir immer wieder uns diesem Licht zuwenden müssen. Immer wieder müssen wir das hervorholen, denn das Wort Gottes wird wie ein Licht in unser Leben hineinleuchten. So, und ich glaube, dass wir diese geöffneten Augen brauchen, gerade in dieser Zeit, in diesen Maßnahmen, in diesem nicht wissen, wie geht das nächste Woche und wie geht das nächsten Monat oder wie wird das werden? Es gab noch nie so unsichere Zeiten wie jetzt, vielleicht nur für Leute, die vielleicht das noch von ihren Eltern aus den Kriegszeiten gehört haben. Aber wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und seine Verheißung, die Verheißung Gottes in meinen Mund kommen. Und dass dann einfach auch ich dann stehen kann und die Mächte und Gewalten der Himmelswelt attackieren kann. So, nicht das, was meine Gedanken und meine Befürchtungen, die Situation, die ich sehe, sagen, sondern was Gottes Gedanken über mein Leben sind. Und ihr kennt sicher diese Bibelstelle aus Jeremia 29, Vers 11, da sagt Gott, dass er seine eigenen Gedanken kennt und dass er weiß, dass das gute Gedanken sind, nämlich uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Und das ist etwas, was ich zutiefst glaube, was ich bete, was ich immer wieder proklamiere, dass diese Gedanken des Friedens, die er hat über mein Leben, Gedanken des Friedens über das Leben meiner Kinder, Gedanken des Friedens über alles, was mein Leben ausmacht, Gedanken des Friedens, wenn ich Menschen begegne, dass das etwas ist, was mir Zukunft und Hoffnung schenken wird und ich muss das üben. Ich muss es wirklich immer noch üben. Ich glaube sogar, dass dieses Üben des Proklamierens, des verheißungsorientierten Lebens, dieses Ausschauen auf die Verheißung, auf das, was der Herr gesagt hat, auf dieses Feld muss ich mich immer wieder konzentrieren. Immer wieder proklamieren. Wir wollen Proklamierer seiner Wahrheit sein. Und dass wir dann sehen, wie Zeichen und Wunder in unserem Leben passieren. So, diese Woche hat mich
etwas umgetrieben. Jemand hat sehr sarkastisch und sehr verletzend über die Erweckungsproklamierer geschrieben. Und dieses Mail kam zu uns und ich habe gedacht, hä, was ist das denn jetzt? Und Erweckungsproklamierer, das war also schon geschrieben, dass wir übermütige, naive Erweckungsproklamierer seien, die lernen müssen, dass Gott nicht erwecken wird. So, dann habe ich darüber nachgedacht und erst habe ich gedacht, okay, also das ist ja wirklich jetzt ein bisschen steil, ein bisschen stumpf. Und dann habe ich darüber gebetet und habe gedacht, hey, krass, das ist genau das, was ich eigentlich sein möchte. Ich möchte ein Erweckungsproklamierer sein. Und der Herr hat mir gesagt, jeder von seinen Kindern soll ein Erweckungsproklamierer sein. Weißt du warum? Weil Erweckungsproklamierer sprechen von dem Licht. Erweckungsproklamierer sprechen von dem, was Gott vorhat. Sie sprechen von den großen Verheißungen, dass Gott ein Gnadenfenster öffnen wird. Sie sprechen, dass da eine Bewegung Gottes noch kommen wird. Jeder, der sich bekehrt hat, hatte mit einem Erweckungsproklamierer zu tun. Jeder hat das Wort von irgendjemand gehört, das zur Rettung und zur Heilung und zur Wiederherstellung gekommen ist. Jeder, der sich im Glauben an Jesus gewandt hat, der sich bekehrt hat, hatte ein Erweckungserlebnis und jemand musste diese Erweckung proklamieren. Jemand musste dir sagen, es gibt Rettung, es gibt Jesus, es gibt einen, dem du dein Leben in die Hände legen kannst. Und wenn der Sturm kommt, hast du jemand, auf den du schauen kannst. Jemand wird den Sturm in deinem Leben zum Ende bringen. Es muss Erweckungsproklamierer geben. Ihr Lieben, du musst ein Erweckungsproklamierer sein. In dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir das tun, dass wir das den Mund aufmachen und sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt einen, der unser Leben führen und leiten will. So, wir brauchen in unseren Familien, in unserer Region, in unserem Land, in unserer Stadt, wir brauchen Erweckungsproklamierer. Und wenn da jemand sagt, den brauchst du nicht, Gott macht das nicht mehr, glaub es nicht. Ich glaube zutiefst, dass das ein wirkliches Geschwätz des Feindes ist. Und der Feind möchte nichts weniger, als uns den Mund zu verbieten, dass wir vom Licht, von der Erweckung, von diesen Dingen sprechen. Und das ist genau mein Fokus. Ich bin ein Erweckungsproklamierer. Und ich werde, und das bete ich in mein Leben rein, ich werde bis zu meinem Lebensende nicht davon ablassen. Und das ist etwas, was wir wirklich machen sollten. Und den Menschen sagen, ihr müsst umkehren, ihr müsst rauskommen aus der Dunkelheit, ihr müsst zum Licht kommen. Es gibt Licht, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, sondern es wird etwas kommen, wo das Licht des Herrn aufgehen wird. Es wird in viele Menschenleben hineinstrahlen. Lass uns doch beten für die Dunkelheit in den Menschen, dass sie weicht, dass da etwas Neues kommt, dass da Leben kommt, Veränderung kommt und dass unser Volk, unser Land nicht in dieser Dunkelheit absäuft, sondern dass es eine Bewegung, eine starke Bewegung des Lichtes geben wird. Der Text, es wird das Volk, das im Finsteren lebt, hat ein großes Licht gesehen und die im Land tiefster Dunkelheit leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Das ist das, was Jesaja spricht von der Verheißung, dass es einen Retter gibt, einen Heiler, einen Befreier, einen Friedefürst. Und in den Zeiten von Schwierigkeiten, da ist es er doch, den wir anbeten sollen. Er ist der eine, der das Licht ist, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Er würde nämlich Frieden bringen. Er würde Befreiung seines Volkes bringen. Er würde Befreiung auch in unserem Volk bringen. In unserem Volk, in unserem Land. Er, dessen Titel heißt Wunderbarer Ratgeber, Immanuel, Gott ist mit uns, der Treue, der Gottheld, der Vater für alle Zeit und der Friedefürst. Wir beten für Licht. Wir beten das fast jeden Tag.
Wir beten für Licht, für überflutendes Licht, für durchdringendes Licht. Wir beten für Offenbarung. Wir beten dafür, dass alles, was böse ist, was verkommenen Sinn hat, was Mächte der Bosheit sind, dass es durch das Licht ans Tageslicht kommt, dass die Menschen sehen und eine Erfahrung machen, was Dunkelheit und was Licht ist. Finsternis kann das Licht nicht halten. Ich sag dir, wenn du jetzt den Eindruck hast in deinem Leben, es ist so dunkel, du bist so frustriert, du bist vielleicht niedergeschlagen, du bist niedergeworfen durch irgendwelche Dinge. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und es wird die Finsternis weichen müssen, wenn du dich dem Licht zuwendest. So, ich habe noch jetzt zum Schluss eine kleine Story, eine kleine Geschichte mitgebracht, die ist aus dem Buch von Jonathan Kahn, das ist ein messianischer Lehrer, Prophet, wie auch immer man ihn titelmäßig bezeichnen würde. Das Buch heißt Der Lehrer und sein Schüler und es ist ein total geniales Buch, was mir schon viele Dinge erklärt hat. Und der Schreibstil, in dem er schreibt, ist immer diese Position des Lehrers, der einen Schüler hat. Und dieser Schüler stellt Fragen oder der Lehrer stellt ihm Schülerfragen. Und dann gibt es Antworten. Und dieser Text jetzt, der ist aus dem Psalm 57, Vers 9 gewählt. Und jetzt geht es in dieser Story so. Der Lehrer hielt in seiner Hand eine Pergamenthandschrift und studierte den Text. Wache auf, meine Seele. Wacht auf, Harfe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken. Das ist aus dem Psalmen, sagte er zu mir, dem Schüler. Einige Übersetzungen geben diese Passage wieder, als ob sie über frühes Aufwachen sprechen würde. Aber sie kann buchstäblich eigentlich übersetzt werden als »Ich werde die Dämmerung aufwecken«. »Stell dir das mal vor«, sagte der Lehrer. »Stell dir vor, du hättest die Kraft, die Dämmerung aufzuwecken. Würdest du das gerne wissen, wie das geht?« »Die Dämmerung aufwecken«, fragte ich. »Sag mir mal«, fragte der Lehrer zurück, »wieso ist es dunkel?« »Naja, weil es Nachtzeit ist«, sagte ich. »Nicht wirklich«, antwortete er. »Das hat nichts mit der Zeit zu tun. Wir denken über die Nacht als einen Zeitabschnitt. Und natürlich ist sie das in einem gewissen Sinn auch. Es ist Nacht, weil es Nachtzeit ist. Es ist Nacht, weil es dunkel ist. Die Nacht ist die Auswirkung dessen, dass die Erde sich vom Licht der Sonne abgewandt hat. Die Nacht ist die Erde, die in ihrem eigenen Schatten wohnt. Gott ist Licht. Wenn du dich also von Gott abwendest, schaffst du die Nacht. Wenn du dich von seiner Gegenwart abwendest, wird es Nacht in deinem Leben. Wenn du dich von seiner Wahrheit und von seiner Liebe abkehrst, kommt Dunkelheit in dein Leben. Und du wirst schließlich in deinem eigenen Schatten leben. Im Schatten deiner Abwendung von Gott. Er hielt ein paar Augenblicke inne, bevor er weitersprach. So ist die Nacht, sagte der Lehrer. Und wie steht es mit der Dämmerung? Dämmerung ist, wenn die Erde sich von der Dunkelheit ab und der Sonne wieder zuwendet, antwortete ich. Und wie bewirkst du dann die Dämmerung? Wie verursachst du einen Sonnenaufgang? Du wendest dich von der Dunkelheit ab. Du kehrst dich von deiner Sünde ab. Weg von Ersatz und Ablenkung von Götzen. Du wendest dich sogar ab von dem Fokus auf dich selbst und von deinem eigenen Schatten. Und du wendest dich wieder dem Licht zu. Du musst nicht auf die Dämmerung warten. Du kannst bewirken, dass die Sonne aufgeht. Wende dich von der Dunkelheit ab. Kehre dich von aller Dunkelheit ab und wende dich dem Licht zu. Dann wird das Licht aufgehen.
deine Dunkelheit durchbrechen. Dann wird der Sonnenaufgang dein Leben erleuchten. Dann wird die Freude am Morgen die Tränen der Nacht ersetzen. Stell dir vor, du hättest die Kraft, einen Sonnenaufgang zu bewirken. In ihm hast du sie. Nun wecke die Dämmerung auf. Wende heute deine Augen von der Dunkelheit ab. Wende sie wieder dem Licht zu. Lass die Sonne aufgehen. Wecke die Dämmerung auf. Und im Psalm 57, Vers 9 heißt, wach auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Leier, ich will das Morgenrot wecken. So, der Herr ist dabei, uns in sein Licht zu stellen. Er ist dabei, uns seine Verheißungen zu schenken. Wir proklamieren diese Verheißungen in unser Leben. Wir proklamieren das Licht in unser Leben. Wir proklamieren, dass die Dunkelheit weicht, weil die Dunkelheit kann das Licht nicht überwinden. Es wird immer so sein, dass das Licht die Dunkelheit überwinden wird. Und ich wünsche dir, wir beten, dass du ein Lichtträger bist, dass du ein Erweckungsproklamierer bist, der genau weiß, Finsternis wird nicht bleiben, sondern es wird Licht kommen. Und Gott wird dieses Licht für viele, 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 viele Menschen wirklich zu einer Veränderung aus ihrem eigenen Schatten, aus dem Schatten von Sünde und von Betrügereien und von all diesen Dingen. Er wird uns herauswenden, in sein Licht stellen. In diesem Sinn wünsche ich dir, dass du ein Erweckungsproklamierer bist. Für dich, für deine Familie, für andere und dass du weißt, ich bin im Licht. Amen. Amen. Halleluja. So ist wunderbar. Das mit dem Licht. Also dieses Mail, ich hatte das auch gelesen, das war wirklich, also sowas von beleidigend. Ja. Und gleichzeitig kann man sagen, genau da kannst du sowas rausziehen. Ja. Erweckungsproklamierer, das ist das, was genau. Wir alle sein sollen, wirklich wahr. Ja. Und wir haben uns schon gesagt, das wird uns auszeichnen. Wir werden Erweckungsproklamierer sein. Wir lassen uns davon auch nicht abhalten. So auch nicht es. Von irgendwelchem Genörgel. Halleluja. Ja. Ich möchte jetzt mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar möchte ich jemanden begrüßen im Livestream. Oh. Ja, ich habe gerade eben gesehen, ich habe mal geguckt, da ist jemand, den ich kenne. Und das ist die Christine aus Norwegen. Ich habe gesehen, dass du dabei bist und einfach mal ganz herzliche Grüße. Grüße auch an Eva, richte die bitte aus. Und ich habe mir gedacht, wäre doch mal cool, weil wir haben Leute aus der Türkei und Australien und Neuseeland und Südafrika und Uruguay, Paraguay, Argentinien und Spanien, USA, Schweiz, und so weiter. Österreich. Wenn du nicht aus Deutschland bist, dann schreib doch einfach mal, wo du herkommst. Schreib es doch einfach mal in den Chat rein. Fände ich mal cool. Ja, das wäre cool. Ja, denn Erweckung muss überall sein. Amen. Erweckung hat keine Ländergrenzen. Erweckung kann nicht aufgehalten werden durch politische Agitation. Erweckung ist etwas Übernatürliches, was in die natürliche Ebene hineinwirkt und alles verändert sich. Jawohl, weltweit. Ja. Halleluja. Da habe ich noch was ich sagen möchte. Und zwar, manche von euch haben das schon gehört, manche noch nicht. Wir haben von Gottes Haus aus eine, kleine, wildentschlossene Gebetstruppe gegründet. Ach ja. Das sind die Nissi-Beter. Stimmt. Und die Nissi-Beter, das ist etwas, wir beten einfach für Dinge, die uns der Herr aufs Herz legt, nicht politisch korrekt, muss man so sagen, sondern wo wir wirklich sagen, wir wollen so beten, wie wo wir einfach glauben, dass Reich Gottes konform ist. Oder wie die Strategie des Heiligen Geistes bei Josaphat. Oder wie er uns leitet, Momentan haben wir ein interessantes Thema und so weiter, hatten 2-3 Monate für ein anderes Thema gebetet, haben auch so jeden Tag spezielle Anliegen. Aber das ist etwas, wo man sich also wirklich bewerben muss, einen Antrag stellen muss und man muss auch Zeit dafür investieren können. Also wenn man in anderen Gebetsaktionen schon aktiv ist und so weiter oder wenig Zeit hat, dann ist das nicht das Richtige. Aber es gibt immer Leute, die sagen, ich habe Zeit und ich würde mich gerne da anschließen. Dann schreib uns einfach an. Nissi Beta kommt von folgendem.
Genau. Sag du das mal. Das war ein Wort, was der Herr uns ganz besonders aufs Herz gelegt hatte. Ist aber jetzt schon ein bisschen her. Ja, im Herbst. Es geht um Folgendes. Ihr wisst das alle, erinnert euch an den Bericht, wo Mose, Hur und Aaron auf dem Berg sind und beten, wo Hur die Arme von Mose stützt, weil er müde wurde, und sie legen dann auch einen Stein unter ihn, dass er sich setzen kann, und all diese Detailberichte. Aber der Sinn war der, dass unten im Tal Josua einen Kampf ausfechten musste. Ja. Und immer wenn Mose die Arme hochhielt, gewann Josua mit seiner Armee. Ja. Und wenn die Arme von Mose sanken, dann hatte der Feind wieder mehr Land eingenommen. Und wir hatten in der Zeit Gebetszeiten, wo wir gesagt haben, eigentlich brauchen wir eine Truppe, die oben auf dem Berg ist, und auf der einen Seite im übernatürlichen Raum, im Gebet werden die Dinge entschieden, im übernatürlichen Raum, im Gebet steht, sitzt, Arme hochhält, wie auch immer. Jawohl. Und unten im Natürlichen die Dinge beeinflusst. So, maßgeblich mitsteuert, dafür ja, sorgt, dass im Natürlichen gute Entwicklungen stattfinden. Land eingenommen wird. Dazu muss man im Geistlichen eben stehen und kämpfen. Ja, das stimmt. Also es ist jetzt keine Gebetsgruppe, wo man sagt, ja, dann bringt mir mal bei, wie ich beten soll. Das ist auch nicht ganz so. Nein, man muss schon stehen. Wir gehen durchaus konfrontativ auch in Sachen rein, wo wir uns tatsächlich mit oder Menschen, die ängstlich sind oder anlegen, so, ne? Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja. Aber wenn du gerne kämpferisch betest oder weiter, dann bist du dabei. Nissi war dann Folgendes. Ja. Der Mose hat nach dem Sieg einen Altar gebaut. Ein Feldzeichen. Einen Altar gebaut. Und den Altar gebaut hat er genannt Yahweh Nissi. Genau. Der Herr mein Banner oder der Herr mein Feldzeichen. Genau. Daher kam der Name. Das heißt, das hat für uns etwas damit zu tun. Im Natürlichen sind Dinge, die müssen einfach verändert werden. Da gibt es Schlachten, da gibt es Kämpfe. Aber im Geistlichen muss diese Unterstützung stattfinden. Und das ist durch Gebet. Und genau dafür arbeiten wir. Und wir sind schon eine wirklich coole Truppe und hingegeben. Und ich glaube, wir haben wirklich schon viel bewegt. Und wir werden noch viel, viel mehr im Geist bewegen können. Es gibt auch natürlich prophetische Impulse und so was. Also ist einfach ganz, ganz cool. Und alle, die dabei sind und die schon bei den Nissi-Betern sind, Halleluja, wir machen einen guten Job. Yes, wir danken euch sehr, dass ihr da auch mit an unsere Seite gekommen seid, dass ihr mit uns steht und die Dinge, wie soll ich sagen, durchdrückt und da eine Bresche schlagt und da weitergeht und die Machenschaften von dämonischen Strukturen, von Mächten der Bosheit in der Himmelswelt wirklich zu attackieren und nicht zurückzuhalten. Das ist für uns ein wertvoller, eine wertvolle Truppe. Ganz genial.